Wurzelstifte dienen in der Zahnmedizin der Retention für Zahnersatz. Ist ein Zahn sehr tief kariös zerstört, sodass von der Zahnkrone nichts mehr übrig ist, dann wäre auch eine Kronenversorgung nicht mehr möglich, denn die Krone hätte keinen Halt. Mehr dazu im Video Stumpfaufbau. Wichtig für einen guten Stumpfaufbau ist die Befestigung eines Wurzelstiftes in der Zahnwurzel. Dafür braucht es eine gute Wurzelbehandlung, mehr dazu im Video Wurzelbehandlung, und eine genügend tiefe Ausschachtung, mehr dazu im gleichnamigen Video. Bei den Wurzelstiften unterscheidet man fabrizierte Stifte und vom Techniker individuell angefertigte Stifte. Links sehen Sie einen fabrizierten Glasfaserstift, oben den Stumpfaufbau, in der Mitte den ausgeschachteten Zahnstumpf und unten den fabrizierten Glasfaserstift. Rechts sehen Sie einen individuell angefertigten Metallstift, oben wiederum der Zahnstumpf, in der Mitte der ausgeschachtete Stumpf und unten der individuelle Metallstift. Heutzutage werden immer seltener vom Techniker angefertigte Stifte verwendet. Ausnahme sind Wurzelstiftkappen. Mehr dazu im gleichnamigen Video, denn es gibt sehr gute konfektionierte Fabrikate. Sie sehen verschiedene konfektionierte Wurzelkanalstiftfabrikate. Im Bild links einen konfektionierten Stahlstift. Rechts einen konfektionierten Glasfaserstift. Die Stahlstifte, egal ob vom Techniker angefertigte individuelle Stifte, wie im Bild zu sehen, oder konfektionierte Stahlstifte, führen manchmal nach Jahren zur Wurzellängsfraktur. Mehr dazu im gleichnamigen Video. Heute werden dank der positiven Entwicklungen bei den Klebesystemen, mehr dazu im Video Bonding, immer häufiger Glasfaserstifte verwendet. Die Wurzelfraktur sollte damit behoben sein. Die Glasfaserstifte werden mit der Zahnwurzel verklebt. Das soll die Frakturrate minimieren. Aussagekräftige Studien fehlen aber noch, vor allem aufgrund der kurzen Nachuntersuchungszeiträume. Im Film sehen Sie nun einen Stumpfaufbau mit Hilfe eines Glasfaserstiftes. Zuerst wird der Zahnstumpf dargestellt. Hierfür wird eine alte Amalgamfüllung entfernt. Der Zahn ist von einem Kofferdamm, die blaue Membran, umgeben. Die dunklen Bereiche unterhalb der Amalgamfüllung sind zu einem Amalgamverfärbungen, zum anderen Karies. Karies wird entfernt. Nun wird der Zahnstumpf aufgebaut. Hierfür muss eine Retention geschaffen werden. Deshalb wird in der hinteren Zahnwurzel ein Glasfaserstift befestigt. Sie sehen, wie die Zahnwurzel zuerst ausgeschachtet wird. Der verwendete Bohrer entspricht dem Durchmesser des Glasfaserstiftes. Nun wird das Bohrloch gereinigt und geätzt. Durch das Ätzen wird die Klebeoberfläche vergrößert. Mehr dazu im Video Säureätzen. Nach Trocknung und Behandlung des Bohrloches mit diversen anderen Chemikalien wird schließlich der Kleber samt Glasfaserstift eingebracht. Das Ganze härtet einige Minuten. Dann werden die Überstände entfernt und der restliche Zahnstumpf wird aufgebaut. Am Gipsabdruck erkennt man den Stumpfaufbau, schwarz. Die Zahnbrücke hat nun wieder Halt.